Wenn dein Arbeitgeber dir sagt, die Frau muss einen Rock tragen, zum Beispiel Stewardess bei Lufthansa, und der Mann muss eine Krawatte tragen, wirst du dich beschweren? Die werden sagen, nee. Weil wo ist das Problem, dass dir jemand bestimmt, was du zu tragen hast? Gibt es gar kein Problem. Und Gott kann uns das als Recht bestimmen. Wenn ich zu dir sagen würde, du kriegst einen Job bei mir, ne, das kann man zum Beispiel auch zu Leuten sagen. Wenn die zu einem kommen, zum Beispiel Dauerstand oder privates Gespräch, man sagt zu ihnen, hör mal, hast du, wenn ich dir einen Job anbieten würde, bei diesem Job bekommst du 10.000 Euro monatlich, du musst aber mit einem Kopftuch arbeiten. Würdest du diesen Job annehmen? Ach, kein Mensch wird sagen, nee. Warum? Weil Leute mit einer Gasmaske arbeiten gehen, wenn sie bestimmtes Geld kriegen. Die gehen mit einer Maske arbeiten, die gehen mit, wie sie niemals draußen rumlaufen würden. So, wenn das so ist, und ich gebe dir, du kriegst so viel Geld dafür, hier kriegst du etwas anderes. Allah sagt im Koran, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Das heißt, wenn du gehorchst, kriegst du das Paradies. Punkt. Das war's. Ja, aber warum muss der Mann kein Kopftuch tragen? Ganz einfach. Einfach beenden die Sache. Der Mann hat andere Regeln. Der Mann muss Bart tragen. Der Mann darf kein Gold tragen. Der Mann darf keine Seide tragen. Der Mann muss seine Hose über die Knöchel tragen. Warum? Weil ihr geht es... Warum fragt sie diese Frage? Sie fragt diese Frage, ja, weil sie will damit sagen, das kann nicht von Gott sein, weil sonst müsste ja Mann und Frau gleichberechtigt sein. Und hier kommt man dann immer mit diesem Dings, ja, nur weil die Männer sich nicht beherrschen können. Dann sagen wir, wo steht das, weil die Männer sich nicht beherrschen können? Steht im Koran, die Frau muss Kopftuch tragen, weil die Männer sich nicht beherrschen können? Wird der Mann nicht bestraft, wenn der Mann die Frau vergewaltigt? Wird er nicht bestraft, wenn sie kein Kopftuch trägt? Nein, das heißt, das Quatsch hat damit erstmal nichts zu tun. Das ist ein Grund und das ist auch ganz klar. Weil jeder Mensch weiß, dass das Äußere der Frau eine bestimmte Wirkung auf einen Mann hat. Wer etwas anderes erzählt, scheint hinterm Mond zu leben. Das ist eine ganz klare Sache. So, aber hier gibt es verschiedene Weisheiten. Erstmal diese Sache. Ja? Dass der Mann dadurch nicht von seiner Frau abgelenkt wird. Zweitens für die Frau selber. Wie viele Frauen kratzen sich praktisch von Neid gegenseitig die Augen aus, weil die eine besser aussieht als die andere? Wie viele Frauen haben Depressionen, weil sie mit der Zeit vom Äußeren her nachlassen? Da gibt es so viele Punkte, so viele Weisheiten. Und da kann man einfach auch auf dieses Video zurückgreifen. Warum trägt die Frau Kopftuch und Weisheiten des Kopftuchs?